Hallo, hier ist Waldbauer Schaumburg, heute zum dritten Mal, aber ich wollte euch jetzt noch abschließend mitnehmen bei der Zaunausbesserung, die ich jetzt gemacht habe. Bin halt den ganzen Zaun nochmal abgegangen, habe dann festgestellt, dass ich da nicht an die Sicht des Rehes gedacht habe, weil das Rehwild braucht einen Weg um den Zaun rum. Da unten war ein Windbruch, da war versperrt für das Rehwild, hat Schwierigkeiten und auch hier hoch war schwierig. Das habe ich jetzt auch aus der Sicht des Rehwilds entsprechend hergestellt, dass halt locker leichte Wege am Zaun vorbei möglich sind. So, und dann wird es halt nicht gezwungen, weil wir sind hier in ortsnaher Nähe. Dann kann es sein, dass es Stress bekommt und dann halt auch in den Zaun reinläuft. Das soll nicht passieren, sondern soll ja da sicher um den Zaun rumlaufen können. Das nochmal mein Beitrag. Macht's gut.